Na, schon in Form? Morgen. Nö, so lange Ferien noch mal richtig doof. Du sagst es. Ich habe Kekse gebacken. Begrüßungskekse. Danke, Schwester. Ist da auch mal drin? Guarana? Haschisch, andere Drogen? Guarana? Katja. Also, die neuen Stundenpläne sind druckfrisch. Wir haben buchstäblich bis in die Nacht gearbeitet. Man hätte ja auch mal ein bisschen früher heute können. Ist ein bisschen Chaos, aber das wird in den nächsten Tagen. Und alle zusätzlichen habe ich mal dort auf dem Kopierer für euch einen kleinen Plan. Ja? Also dann, viel Erfolg. Also? Selbstgebackene Begrüßungskekse. Ja, bitte. Die Eltern von Simon, die haben sich bei mir gemeldet. Und? Die haben gesagt, dass es nicht statthaft ist, dass ich das Handy für 6 Monate einbehalte. Wer will noch selbstgebackene Begrüßungskekse? Kekse? Katja! Ich werde auf keinen Fall nachgeben. Handy ist jetzt verboten. Hast du das mit Andrea Liebnitz schon gehört? Ja. Was? Danke. Andrea? Machst du das dieses Jahr mit den Lehrmittelfonds? Nee, auf keinen Fall. Ja, ich auch nicht, aber wieder mal alles in meinem Fach. Du machst das einfach so gut. Ja, aber was ich finde, dieses Jahr könntest du mal eine Fachlehrerin machen. Was meinst du? Nicht. Das sollte mir natürlich erzählt haben. Sie hat gekündigt. Tut mir leid, ich muss mich jetzt noch vorbereiten. Aber natürlich. Eine Rechtsschutzversicherung ist natürlich hier. Nicht ernst gemeint, oder? Hat sie es dir gesagt, ja. Warum redest du nicht mit mir darüber? Ich will nicht mehr darüber reden. Und da willst du dich einfach so verdrücken? Ich will mich nicht verdrücken. Ich bin seit 15 Jahren Lehrerin. Da kann ja wohl vom Verdrücken nicht die Rede sein. Ja, aber da muss man doch nicht gleich kündigen. Da kann man doch... Ich möchte nicht auf meinen Burnout warten. Dieser Job, der saugt mir den letzten Blutstropfen aus. Ich bin müde, wenn ich nur dran denke. Wenn ich die Schüler sehe, dann kommt mir die Galle hoch. Mann, ich muss aufpassen, dass mir nicht irgendwann meine Hand ausrutscht. Entschuldigung. Ich muss mal... Tante hat mir einen Job vermittelt. Pressesprecherin einer Baufirma. Kein Traumjob, aber für den Anfang nicht schlecht. Eigentlich finde ich toll, dass du so bist. Morgen. So konsequent. Ja, ja. Ich weiß. Andere machen Dienstag Vorschrift oder gehen aufs Schulamt. Meine Kündigung geht heute in die Post. Reden wir nochmal drüber, ja? Ich muss jetzt in die 109. Deine liebe 8a. Keine Ahnung, was ich mit denen anstelle. Nur nochmal drüber reden. Vorsicht. Ich weiß auch nicht, was Conny sich dabei wieder gedacht hat. Ich meine, 8. Klasse. Das schüttel ich doch nicht so einfach aus einer großen Pause. Ja. Du bist jetzt los. Wollen wir tauschen? Ich habe jetzt die 7C, die hast du in der 5. Wie jetzt? Also, dann gehe ich nicht in die 8A, sondern in die 7C? Ja, genau. Und danach, Bäumchen, wechsel dich. Du die 8A, ich die 7C. Dann hast du noch ein bisschen Zeit, dir was zu überlegen. Komm schon, dann muss ich den nicht bis zur 5. mit mir rumschleppen. So können wir dann mal. Können wir dann. Wieso haben wir jetzt bei Ihnen? Guten Appetit. Wir haben doch bei Katja. Wir haben die Stunden getauscht. Ihr habt in der 5. Stunde bei Frau Schäfer. Ich bin jetzt aber nicht auf Bio vorbereitet. Ach, du wolltest dich vorbereiten auf Bio? Nee, wieso? Wir hätten doch in der 5. Bio. Also ich mache jetzt Deutsch. Bio passt jetzt nicht. Ich bin anders programmiert. Verstehen Sie? Verstehe. Du machst Deutsch. Ja. Gut, dann nehmen alle einen Zettel raus und schreiben in Deutsch ihren Namen drauf.
jetzt aber kein Test. Test? Gute Idee. Das ist unfair. Das dürfen Sie nicht. Arschloch. Das kannst du getrost mir überlassen, was ich darf. Am ersten Tag in der ersten Stunde. Das ist verboten. Da gehe ich mich beschweren. Simon, entspann dich. Es geht nur um die Ernährungsweise der Sakrophyten. Das machst du mit links. Ein Blick in dein Sandwich und schon weißt du, wie Pilze sich ernähren. So, und jetzt mal Ruhe, bitte. Ich stelle jede Frage nur einmal. Moment. Das kommt von unten? Ja, aus Katjas Klasse. Was ist denn da los? Ist doch nicht normal. Ja, aber ist doch immer so ein Remi-Demi. Ich guck nach. Spontane Realschule, wir haben einen Amokschützen. Keine Angst, wir sind hier in Sicherheit. Kommt ihr uns jetzt erschießen? Da ist die Polizei. Hört ihr? Hört ihr? Jemand da drin? Hallo? Hier ist die Polizei. Okay, kommt, komm. Mein Name ist Liebnitz, Biologie, Chemie. Das sind die Klassen 7C, 8A, vollständig. Sorgen Sie dafür, dass die Kinder nach Hause kommen? Bitte verlassen Sie erstmal das Gebäude. Gehen Sie bitte weiter. Ich muss zu Katja. Ich muss doch zu Katja. Katja Schäfer! Was ist mit Katja Schäfer? Thank you.
Bei einem Amoklauf wurde gestern Morgen an der Theodor-Fontane-Schule eine Lehrerin schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde verhaftet und hat die Tat gestanden. Er soll zuvor schon mehrmals Mitschüler und Lehrer attackiert haben. Nicht beendet, setzt euch bitte wieder hin. Warum können wir nicht Tischtennis spielen? Liebe Frau Schäfer, mal ganz abgesehen davon, dass das nicht ganz einfach ist, die Schüler für Biologie und Chemie zu begeistern. Wenn Sie dann auch noch unten im Hof Tischtennis spielen und einen Lärm machen wie eine Horde Affen, dann ist mein Unterricht gelaufen. Und dann auch noch mit Justin. Bei mir ist er gerade rausgeflogen und bei ihm wird er belohnt. Sei nicht so streng. Ich habe auch schon mal ein Spiel gemacht. In der Freistunde. Das war keine Freistunde, das war eine Belohnung und das mache ich ab jetzt jede Woche. Belohnung? Wofür? Die laufen rum in der Stunde, die essen, trinken, hören Musik und halten ein Schwätzchen. Und wenn man sie nach dem Stoff fragt, dann starren sie einen mit leeren Augen an. Ich belohne sie lieber für das, was sie richtig machen, als dass... Ihre Methodik in allen Ehren, aber ich möchte... Ich arbeite mit Verstärkersystem, wobei ich jetzt gar nicht... Ich möchte jetzt ein Fachgespräch führen. Ich bin natürlich noch neu hier und bei weitem nicht so erfahren wie Sie. Wir haben uns ja auch noch gar nicht richtig kennengelernt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie mal bei mir hospitieren kämen. Ich unterrichte Biologie. Das macht ja nichts. Therapie aus. Da fragt sich nur, wer hier wen therapiert. Am besten, Sie platzen sich hier mitten rein. Und was wird das? Hausschuhe anziehen? Oh. Sie unterrichten noch in Straßenschuhen? Ja. Aber Hausschuhe sind doch viel friedlicher. Aber wir sind hier nicht im Frieden. Setzt euch, Kollegen. Setzt euch bitte. Andrea, ich bin so froh, dass du... Kollegen, ich möchte euch Herrn Weininger... Also, Herr Weininger... Ja, danke. Guten Tag. Mein Name ist Weininger. Ich bin der Leiter des Psychologenteams, das Sie in den kommenden Wochen hier an der Schule unterstützen soll. Wir wollen Ihnen helfen, wieder in den Alltag zurückzufinden. Mit Gesprächskreisen oder mit Einzelgesprächen, je nach Bedarf. Haben Sie vielleicht jetzt schon irgendwelche Fragen? Gut. Wir werden uns dann sicher später kennenlernen. Also geht zu ihm, wenn ihr... Scheut euch nicht. Wir alle haben ja Schreckliches. Schreckliches. Niemand konnte schlafen. Wir haben uns in den Armen und uns immer wieder gefragt... Warum? Warum? Katja ist nicht tot. Ja, aber die Ärzte... Herr Weininger hat auch gesagt, wir brauchen Raum für unsere Trauer. Ich lasse mir meine Gefühle nicht vorschreiben. Ich war bei ihr im Krankenhaus. Ich habe sie gesehen. War sonst noch irgendjemand da? Sie haben natürlich vollkommen recht. Natürlich bestimmen Sie, was Ihnen gut tut und was nicht. Hören Sie? Ich würde gern wissen, wie es weitergeht. Ja, natürlich.
natürlich können wir noch keinen normalen Unterricht. Das, Warum denn nicht? Man könnte es versuchen. Einige Schüler sind sicher dankbar für feste Strukturen. Allerdings brauchen sie jetzt umso mehr eine feste Bezugsperson. Ja, aber wir sind durch die Krankheitsfälle stark dezimiert, sodass auch die Fachlehrer... ich habe schon mal einen kleinen Plan, also ist er nur vorläufig. Bitte mal weiterreichen. Wie die Klassenfahrt vorziehen? Oder eine Projektwoche außerhalb? Ja, warum nicht? Und die 8a? Katjas Klasse? Ja, auf die anderen Klassen aufteilen vielleicht. Die kannst du nicht aufteilen. Nach dem, was die erlebt haben. Danke. Das geht wirklich nicht. Andrea, du hast in dieser schwierigen Situation besonderen Mut und Umsicht. Nicht wahr, Frau Mohn? Ich wüsste nicht, wie mich die 8a sonst anvertrauen. Ich kann nicht Katjas Klasse übernehmen. Auf gar keinen Fall, das geht nicht. Sie können ruhig auch zu ihr. Aber sie ist soweit stabil. Ist es nicht... Ich meine, ist das gut für Sie? Ja, sicher. Kontakt ist ganz wichtig für Sie. Sie dürfen nur nicht enttäuscht sein, wenn sie nicht reagiert. Jedenfalls nicht sichtbar reagiert. Und wie lange... Wann macht sie auf? Ehrlich gesagt... Was? Ich bin Biologielehrerin. Ihr Gehirn war sehr lange ohne Sauerstoff. Aber man hört ja immer wieder von Wundern. Manche wachen nach Jahren wieder auf. Wer weiß. Was soll ich jetzt machen? Einfach mit ihr reden. Setzen sich hin und erzählen ihr, was sie ihr sonst auch erzählt hätten. Sie spürt das. Aus. Ich soll deine Klasse übernehmen. Deine Klasse, hörst du? Krüger sagt, in Chemie, da sind die noch bei den Aggregatzuständen. In Bio könnte ich Photosynthese mit ihnen machen. Eine ganze Woche Aggregatzustände und Photosynthese, da drehen die doch durch. Was soll ich da machen? Ich könnte auch zu Hause bleiben. Andere bleiben auch einfach zu Hause. Justin, buchstabier doch mal bitte das Wort Sternschnuppe. S-T-E-H. Ja. H nach dem E, bist du sicher? Bist du sicher? Bist du so doof? Ey, du Spacko! Was? Justin, den Redeball. Tatsächlich ist ein Stern kein H, nicht Stern, wie der Hamburger sagen würde, sondern Stern, Sternschnuppe, ne? Womit haben wir also Probleme? Mit den langen, kurzen Buchstaben? Mit den Vokalen, richtig.
Damit wir diese Vokale auseinanderhalten lernen, haben uns Herr Kaiser, Marc und Justin ein Morse-Apparat gebaut. Jungs, zeigt doch mal, wie ihr das hingekriegt habt. Also, das ist ein Morse-Apparat und wenn man hier drauf drückt, dann gibt es einen Kontakt und dann scheint das Licht. Super. Nochmal. Na ja, was heißt denn, dass die Schule geht nochmal wieder los? Na, welche Sicherheitsvorkehrung haben Sie denn getroffen? Ich meine, wie wollen Sie denn unsere Kinder schützen? Als ich heute Morgen mit Nico vor der Schule stand, ich konnte nicht entdecken, dass da irgendwas für die Sicherheit getan wurde. Würden Sie bitte... Das ist mir viel zu unsicher. Nicht mein Streifenwagen fährt hier lang. Lisa weint den ganzen Tag. Ich weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt in die Schule lassen kann. Wären Sie Und was gedenken Sie bitte zu tun? Wie wollen Sie das nächste Mal verhindern? Wären Sie so freundlich, Ihren Namen zu nennen? Wir kennen Sie doch noch gar nicht. Robert Kleiner, der Vater von Nico. Und ich will wissen, wie Sie unsere Kinder schützen wollen. Welche Art Schutz meinen Sie denn? Stacheldraht? Das ist ja wohl auch noch zynisch, oder was? Sag mal, hat da irgendeiner gepennt? Was wäre denn, wenn du mit der Knarre reinmarschierst? Gott sei Dank, da gibt's wenigstens noch diese eine Lehrerin, ja, die unsere Kinder geschützt hat. Man hätte viel eher bei diesem Justin aufmerksam werden müssen. Wie konnte das denn überhaupt passieren? Haben Sie ein Konzept? Ich frage Sie, haben Sie ein Konzept? Liebe Eltern, wir wissen, Sie haben Schweres durch, Sie ganz besonders. Wir haben hier... Ich bin nicht bereit, auf dieser Ebene weiter zu kommunizieren. Nicht nur, dass neuerdings Schüler hier bewaffnet ankommen und uns abknallen. Wir Lehrer stehen auch noch unter dem Generalverdacht, dass wir das alles irgendwie verdient haben. Bleiben Sie doch mal. Starke Worte. Ja, das muss auch mal gesagt werden. Erinnern Sie sich. Sie sind alle Betroffene. Sie, Ihre Kinder und die Lehrer natürlich auch. Immerhin liegt eine Lehrerin im Krankenhaus und ringt um ihr Leben. Ich bin davon überzeugt, dass wir zu einer Form von Routine zurückkehren müssen. Aber dafür müssen Sie, Frau Liebnitz, auch eine Chance geben. Mein Name ist Liebnitz. Ich unterrichte die 8a in Biologie und Chemie und wurde kommissarisch eingesetzt, um Ihre Kinder wieder an den normalen Unterrichtsalltag heranzuführen. Was natürlich nur möglich ist, wenn Sie auch am Unterricht teilnehmen. Mal, Karin, klingelt's heute nicht? Der Hausmeister ist krank. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht, wie ich vor den Schülern stehen soll. Ich habe Angst. Als Naturwissenschaftlerin kann ich dir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass heute wieder einer kommt und auf den Lehrer schießt, liegt bei 1 zu 1 Million. Ich glaube ja, es gibt nichts Heilenderes als Arbeit. Es bringt nichts, wenn die Gedanken sich ständig im Kreis drehen. Wir können natürlich trotzdem drüber reden, wenn ihr wollt. Aber ich kann auch verstehen, wenn euch das jetzt schwerfällt. Vielleicht später. Irgendwann. Also, ich habe gehört, in Chemie seid ihr jetzt bei den Aggregatzuständen der Elemente. In Biologie sind wir ja bei der Photosynthese. So, wie Sie gerade sitzen. Hat Katja auch immer gesessen. Genauso. Das wusste ich nicht. Oh Gott. Es war so schrecklich. Das glaube ich dir, Lisa. Es war so schrecklich. Oh, jetzt hör doch mal auf zu heulen.
Das ist das Schlimmste, aber... Könnten wir jetzt bitte mit unserem Unterricht fortfahren? Macht ihr mal bitte Platz da. Könnt ihr euch wieder hinsetzen. Hm? So, du auch. Lisa, kannst du aufstehen? Hm? Meinst du, du schaffst das? Komm, ich helfe dir mal. So. So, und du? Du und du, ihr kommt mal bitte mit und helft eurer Freundin, ja? Und die anderen setzen sich bitte wieder hin, ja? So, und die Tür auf. So, wir gehen mal raus. Übererregung ist oft Symptom eines Traumas. Vielfach werden auch Ereignisse oder Probleme hochgespült, die schon längere Zeit bestanden. Liebeskummer oder Konflikte mit den Eltern. Oder kann ja sein, dass da ein echtes Gefühl ist, aber diese Mädchen, die machen es wie auf MTV, dieses Heulen und Umarmen. Wir müssen auf jeden Fall die Theatralischen isolieren, wenn sie keine heulende Klasse haben wollen. Wie geht es eigentlich Ihnen nach diesem Vorfall? Ich bin ja nicht nur wegen der Schüler hier. Fragen Sie sich nicht manchmal, welchen Sinn es überhaupt noch hat zu unterrichten? Oder dass Sie Lehrer sind? Entschuldigung, aber... Verzeihung, aber das ist bei uns nicht so. Ja, bei uns mit dem Reden, das... Über Gefühle zu reden. Mhm. Früher vielleicht, aber jetzt... Als wir noch das Raucherkabinett hatten. Jetzt ist doch jeder nur für sich. Da will man nicht mehr. Ihnen fehlt die Übung. Ist vielleicht blöd jetzt, aber ich frage mich immer wieder, wieso Katja in der 109 war. Hatte die nicht woanders Unterricht? Haben Sie jetzt noch was vor? Wieso? Ich frage mich wirklich, wo Sie die Kraft hernehmen. Welche Kraft? Ich kann hier noch nicht mal einen Kleinbus fahren. Ich bin pragmatisch, ich bin Biologielehrerin. Wieso eigentlich Biber? Ich wollte einfach was anderes machen als meine Mutter. Und was war Ihre Mutter? Deutschlehrerin. Thank you.
ist? Was? Die Sachen. Ich muss ihre Sachen packen. Sie hatten eine sehr besondere Beziehung zu Katja, oder? Manchmal haben wir hier Mojito getrunken. Das ist doch keine Minze, das ist Oregano. Echt? Und ich habe mich schon gewundert, wieso das anders schmeckt. Du hast Mojito mit Oregano getrunken. Mann, hat aber trotzdem gedreht. Okay. Ich wollte ja schon immer mal einen Schulgarten anlegen. Kannst aber keine Minze von Oregano unterscheiden. Aber das geht den Kids ja nicht anders. Da hast du recht. Der Lehrerparkplatz wäre ideal. Der ist eh viel zu groß. Schmeckt doch. Lecker. Hauptsache es knallt. Wir waren im selben Heim. Früh geheiratet, schnell Familie gründen, aber das hat dann irgendwie nicht geklappt, weil wir beide nicht wussten, wie das geht. Im Heim? Das war super. Wir hatten so einen tollen Leiter, so einen Rauschebart. Der war einfach... Wegen dem wollte ich Erzieherin werden, weil der einfach so herzensgut zu uns Kindern war. Die Scheidung war großartig. Die totale Befreiung, echt. Plötzlich tat sich eine ganz neue Welt für mich auf. Ich muss keine gute Ehefrau sein, ich muss keine gute Mutter werden, ich kann machen, was ich will. Und dann habe ich mich nochmal getraut und habe mich fürs Lehramt angemeldet. Ich dachte, sowas wie ich kann auch keine Lehrerin werden. Aber dann habe ich es einfach gemacht. Und jetzt bin ich's. Lehrerin! Hey. Ist nix. Vertrag nur keinen Alkohol. Wir hätten doch Mojito mit Minze trinken sollen. Braunschweig Richtung Magdeburg zwischen Helmstedt und Ingersleben in beiden Richtungen jeweils die linke. Wahrscheinlich fragt ihr euch, was wir hier machen. Ich habe eine Projektidee, die könnten wir auch in unseren Unterricht einbauen. Da müssten wir nicht immer im Raum sitzen. Wollt ihr sie hören? Thema in Bio ist ja die Photosynthese. Eine der entscheidenden Reaktionen in der Natur und Voraussetzung für... Okay, Quatsch. Katja und ich, vor ein paar Monaten saßen wir zusammen und sie hatte diese Idee. Ich selber wäre nicht drauf gekommen, glaube ich. Sie wollte einen Schulgarten anlegen. Mit euch. Hier. Was haltet ihr davon? Ich will ihr ihre Idee nicht wegnehmen, aber ich dachte, vielleicht freut sie sich, wenn sie wiederkommt und wir haben schon angefangen. Wieso wiederkommt? Aus dem Krankenhaus.
Sie ist fast tot, haben die gesagt. Was? Wer sagt denn sowas? Ich bin doch jeden Tag bei ihr. Wir unterhalten uns sogar. Unterhalten? Echt? Naja, sie ist schwach, aber sie reagiert. Und ich bin sicher, dass sie sich freut, wenn ich ihr von unserem Schulgarten erzähle. Ja, was soll denn hier wachsen? Minze zum Beispiel für Mojito. Nein, Andrea, bei aller Liebe, das geht nicht. Warum denn nicht? Der Parkplatz ist doch eh viel zu groß. Andrea, bitte später. Du siehst doch, wir sind... Das geht doch ganz schnell. Es sucht ein anderes Projekt. Ich will aber kein anderes Projekt. Andrea, ich muss das beantragen. Das sind wieder 1000 Formulare. Ich habe jetzt einfach andere Sorgen. Conny, ich habe 25 traumatisierte Kinder. Entschuldigt mich. Karin. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Da hat sie einen Herzinfarkt schon hinter sich gebracht, die Reha abgebrochen, um ja bald wieder bei ihren Kindern zu sein. Und jetzt, ich kann ihr nicht mehr Urlaub geben. Ich habe 7 Ausfälle, ich kann nicht noch einen traumatisierten Lehrer. Entschuldige. Ich wollte die ganze Zeit schon sagen, wie sehr ich das schätze, dass du geblieben. Ich meine, dass du uns jetzt nicht... Ja, und über deine Kündigung wollten wir... Kriege ich jetzt meinen Schulgarten. So, jetzt brauchen wir noch 4 Schaufeln und dann haben wir's. Nein. Wird deine Mutter auch drüber freuen, oder? Lass uns doch am besten einfach nochmal da hinten gucken, oder? Hallo, Andrea. Hallo. Gartenarbeit, ja? Nee, brauchen wir alles für unseren Banküberfall. Und sonst? Alles in Ordnung? Alles bestens. Tschüss. Schön. War das nicht Ihr Mann? Ex-Mann. Am Rand. Position. Vielleicht ein kleines Apfelbäumchen, aber keine Rosen. Rosen auf gar keinen Fall. Doch Rosen? Na gut. Dann eben Rosen. Sag mal, war jetzt der blaue oder der rote dein Lieblingsschlafanzug? Kreise sind Rosen, die grünen Rechtecke Sträucher und die kleinen grünen Dreiecke Kräuter. Könnt ihr das alle erkennen, ja? Ich war gestern Abend lange bei Katja und ich habe versucht, ihren Plan so umzusetzen, wie sie es sich vorgestellt hat. In etwa. Das ist aber nicht Katjas Schrift. Ich habe doch gesagt, dass ich es gemacht habe. Sie kann es ja noch nicht. Aber es sieht irgendwie so... Ja, es sieht irgendwie komisch aus. Wie denn? So ordentlich. Wieso? Katja war nie so ordentlich. Ja, stimmt. Sie hat immer gesagt, der rechte Winkel ist ihr Todfeind. Was? Naja, ich glaube nicht, dass sie die Beete so... Die Beete müssen rechtwinklig angeordnet sein, weil... Vielleicht habe ich sie auch einfach falsch verstanden. Was meint ihr denn? Naja, die Rosen könnten ja ein Kreis sein. Ja, und die Wege kurvig. So wie im Wald eben. Na, mach doch mal. Macht mal, ist ja noch nichts festgeklebt. Na los. Na los. Das ist alles gut und schön, aber ist der Parkplatz nicht zu hart?
Okay, Leute, jetzt seid ihr dran. Schnappt euch. Ich warte nur die Schubkarren, der Dreck muss weg. Wie jetzt? So, Mann. Entschuldige. Danke, Jasmin. Es war eine sehr gute Idee, deinen Papa wegen des Baggers zu fragen. So, und solange der Regen uns bei unserer Arbeit hilft, machen wir Photosynthese. Erinnert ihr euch noch an meine letzte Frage? Müssen wir jetzt Bio machen? Marc, das stand nie zur Debatte. Jasmin, was produzieren die Pflanzen? Scheißregen. Hey, ich find's toll, wir sparen uns einmal Gießen und mein Kreuz, das freut sich auch. Also Jasmin, was produzieren die Pflanzen? Baumwolle? Nico! Jetzt hörst, pack doch mal mit an! Fall doch mal mit an! Hör auf! Ist gut! Nico, hör auf! Ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Setz dich hin. Setzt euch alle hin. Und ihr setzt euch auch wieder hin. Sprech ich Chinesisch hinsetzen. Das war nur ein Krankenwagen. Es gibt auch noch ganz normale Armbrüche, Beinbrüche, Steißbeinbrüche, Rippenbrüche. Jasmin! Jasmin, was wird das denn schon wieder? Ich bin gleich wieder da. Ihr macht in der Zwischenzeit... Ihr malt ein Selbstporträt. Marc, verteilst du bitte Kohle und Papier? Alle malen ein Selbstporträt. Jasmin, bist du da drin? Ist alles in Ordnung mit dem Baby? Ja, alles okay. Na komm. Gibt's Probleme zu Hause? Du wartest bitte nach dem Unterricht auf mich. Wir reden dann, ja? Ich hab's doch genau gesehen. Du hast gegrinst und ich hab das alles kalt gelassen. Was spinnst du? Du wusstest die ganze Zeit über. Du hast doch die ganze Zeit mit diesem Idioten abgehangen. Du bist doch an allem schuld. Nur wegen dir. Ach ja? Hey! Hey, sag mal, spinnt ihr? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Was war hier los? Ich rede mit euch. Worum geht's? Ist doch total egal. Sie sind doch eh nicht unsere Klassenlehrerin. Setzt euch bitte wieder hin und malt eure Porträts zu Ende. Ihre Erschütterung aus. Das ist gut. Das ist gut so. Nico ist heute fast durchgedreht. Er wollte die Tür verbarrikadieren. Kurz danach hat er Marc attackiert. Ich werde mich mal mit seinen Eltern in Verbindung setzen. Sie sehen müde aus. Schlafen Sie schlecht? Alles in Ordnung? Ich habe noch nie gut geschlafen. Machen Sie sich Vorwürfe? Ich? Hm? Sie wissen es, oder?
dass wir die Räume getauscht haben. Ich habe davon gehört, ja. Aber ich weiß, dass es ein zufälliges Zusammentreffen unglücklicher Umstände war. Stimmt, Sie sind Naturwissenschaftlerin. In der Klasse, ich habe das Gefühl, dass da noch eine Rechnung offen ist. Wegen Justin? Mhm. Naja, Sie sind zusammen zur Schule gegangen. Er hat in der Nachbarbank gesessen, waren gemeinsam auf Klassenfahrt und plötzlich kommt er mit der Pistole und schießt. Das muss doch unfassbar sein. Ja, schon, aber die machen sich gegenseitig fertig. Wurde er gemobbt? Auch so ein schönes Wort. Das erklärt natürlich alles. Also, er wurde gemobbt. Er war ein unangenehmer Schüler. Rechthaberisch, erregbar, faul und respektlos. Ein Wanderpokal. Wir waren die zweite Schule, an die er versetzt wurde. Natürlich waren wir immer schuld, die Schule, die Lehrer. Der Abstand zu den anderen wurde immer größer und er immer wütender. Und dann? Einmal hat er einen Stuhl nach Nico geworfen. Wir haben dann beschlossen, ihn von der Schule zu verweisen, aber Katja war dagegen. Wir sollten ihn nicht abschieben, sondern integrieren. Auch so ein schönes Wort. Aber die zusätzlichen Lehrkräfte, die wir dafür benötigt hätten, wurden natürlich nicht genehmigt. Tja. Oh Gott, die hätte ich ja fast vergessen. Entschuldigung, ich muss mich jetzt von meiner Schülerin. Schön, dass du gewartet hast. Hier hat ein Mann immer früh auf sie gewartet, oder? Was du alles weißt. Geh mal ein Stück. Meine Mutter ist abgehauen. Eigentlich wollte sie sich um mein Baby kümmern. Aber jetzt ist sie nicht mehr da. Das heißt, dein Papa ist jetzt mit euch ganz alleine. Und was ist mit Adoption? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ich soll mein Kind weggeben? Ich weiß, das klingt am Anfang brutal, aber es gibt heutzutage schon offene Pflegefamilien. Aber ich will es behalten. Nach der Schule ziehe ich mit meinem Freund zusammen. Dann heiraten wir. Wer ist denn dein Freund? Sag ich nicht. Er ist 18. Er ist 18 und du bist 14 und ihr wisst, was auf euch zukommt, ja? Jasmin, ich hatte schon eine Menge junger Mütter wie dich. Keine von ihnen hat ihren Schulabschluss gemacht. Aber ich bin doch eine Familie. Die wirst du doch auch haben. Jetzt überleg doch mal, benutz deinen Kopf. Du hast doch dein ganzes Leben noch vor dir. Jetzt ist dein Schulabschluss wichtig. Und der ist auch ohne Kind nicht einfach für dich. In meinen Fächern stehst du überall 4, bei den anderen sieht's auch nicht viel besser aus. Wie soll denn das funktionieren? Bloß weil ihnen der Mann abgehauen ist. Bloß weil sie keine Kinder haben. Ich gebe sie wieder ab. Ist mir einfach zu viel. Außerdem hatte ich eh schon gekündigt. Jedenfalls fast. Wegen Jasmin? Ach, diese Göre. Ist ja auch nicht gerade sensibel. Hast du schon mal eine glückliche Teenie-Mutter gesehen? Ich nicht. Alle Hartz IV. Die macht ihren Abschluss nie. Ist nicht gesagt. Wenn man ihr hilft. Und dann gibt's ja noch diese Mutter-Kind-Zentren, wo junge Mütter mit Kindern aufgenommen und betreut. Ich häng mich da nicht weiter rein. Mich angebrüllt hat, es geht gar nicht. Als Lehrerin muss man immer Sieger sein, hat meine Mutter gesagt. Du musst immer Sieger sein. Jetzt mach doch nicht so ein Gesicht.
Hey! Hey! Hey, Rudolf! Hey! 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 Rudolf! Das ist doch unser Schulgarten. Du hast unseren Schulgarten nicht mitgekriegt? Alles kaputt. Das kann nicht wahr sein. Echt, das ist alles schlimm. Schulgarten? Nein. Mensch, Rudi. Ist alles in Ordnung? Das ist ja ein bisschen durcheinander. Das ist durcheinander. Wieso schießen die auf uns? Hat denn keiner mehr Respekt? Frau Liebnitz! Gleich. Hey, das war ein Zufall. Ein unglücklicher Zufall. Das passiert nicht nochmal. Okay? Kannst du dein Auto jetzt da drüben parken? Danke. Hier ist alles im Arsch! Die ganzen Sträucher sind rausgerissen. Hier ist eine Spur, Leute. Hier ist eine fette Spur. Also ein Mädchen war das nicht. Alle Jungs, kommen jetzt mal her und stellen den Fuß daneben. Was soll das, Nico? Wir sind doch hier nicht bei Schneewittchen. Aschenputtel. Aschenputtel? Aber ist doch korrekt, dass es keiner von uns war. Wieso soll das denn einer von uns gewesen sein? Ja, warum denn nicht? Nico. Wenn du einen Verdacht hast, sprich ihn aus. Hier, jetzt, vor allen. Ja. Das ist doch absurd. Marc war einer der fleißigsten hier. Ja, dann braucht er ja keine Angst haben, oder? So einen Scheiß mach ich nicht. Komm mal her. Stell mal einfach deinen Fuß daneben. Hier, komm. Komm, stell mal deinen Fuß daneben. Lass den Mist, ich hau dir in die Fresse. Hä? Kommst du mit deiner Pumpgun oder wie? Ey, hört auf. Was? Hört auf. Es reicht. Es reicht jetzt hier, Mensch. Worum geht's hier eigentlich? Geht's um Justin, ja? Ist das der Grund? Er hat doch die ganze Zeit mit Justin zusammengehockt. Der wusste davon. Scheiße, Mann, stimmt nicht. Bei der Schweigeminute hast du aber gegrinst. Hey, jetzt ist Ruhe hier. Ganz still, wenn du nicht so zickig gewesen wärst. Ich doch nicht mit dem. Ruhe! Was kann ich denn dafür? Ruhe! Hinsetzen. Los. Alle hinsetzen. Okay, reden wir über Justin. Also, habt ihr ihn gemobbt? Er ist doch selber schuld. Wenn wir gesagt haben, der soll kommen, kam der nie. Ihr habt ihn doch nur verarscht. Ja, aber wir verarschen uns untereinander auch. Okay, er fühlte sich schlecht behandelt von euch. Und vielleicht von uns Lehrern auch. Ehrlich gesagt, ich war froh, ihn los zu sein. Was noch? Er hatte keine Freunde. Na, außer Marc. Er war unglücklich, wegen Lisa. Ja, aber dafür kann ich doch nichts. Naja, nicht nur. Okay, er hatte wenig Freunde. Er fühlte sich schlecht behandelt und er war unglücklich verliebt. Wem von euch geht's genauso? Naja, müsst ihr mir nicht sagen. Aber nicht so doll. Danke für deinen Mut, Alisa. Noch jemand? Ja, okay. Ich auch. Ich bin sehr stolz auf euch, dass ihr das zugeben könnt. Wer von euch würde morgen mit einer Pistole in die Schule kommen und auf mich schießen? Keine Angst, Lisa, passiert nichts. Manchmal bin ich auch total sauer. Aber eine Knarre? Nee. Es gibt viele Gründe. Aber ich finde keine Erklärung. Vielleicht will ich sie auch nicht finden. Meine Freundin liegt im Krankenhaus. Und ich weiß genau, sie würde es nicht wollen, dass einer von euch sich die Schuld gibt. Oder dass ihr euch gegenseitig fertig macht. Sie stirbt.
sagen meine Eltern, sie kommt nicht wieder. Gleich da, weißt du? Du musst dich hübsch machen. Okay? Du hast es so gewollt. Dann mache ich dich eben hübsch. Ich habe eine Idee. Siehst du den hier? Weißt du noch? Hier ist der Deal. Du stirbst nicht und ich kündige nicht, okay? Ich lass ihn hier. Du nimmst ihn in Verwahrung. Ja? Bitte, bitte, bitte. Jetzt müssen wir uns aber ranhalten. Mach mal einen Kussmund. Danke, reicht. Mann, jetzt hab ich's verfehlt. Halt's mich an den Klauen. Erkenn mich nicht wieder. Hey, ich mal dich an wie Aschenputtel. Schneewittchen. Schneewittchen. Na, kommt rein. Kommt. Ihr könnt ruhig mit ihr reden. Sagt ihr guten Tag. Wann wacht sie denn auf? Sie wacht nicht auf, sie liegt im Koma. Nein, sie entspannt sich. Sie kann euch hören. Und sie kann euch auch verstehen. Fragt die Ärztin. Sie träumt was Schönes. Was ist denn mit ihren Händen los? Das sind nur die Muskeln, das entspannt sich wieder. Das sieht irgendwie spastisch aus. Katja, du musst dir unbedingt unseren Schulgarten ansehen. Der ist jetzt noch nicht fertig, aber wir haben da total viel angepflanzt. Minze zum Beispiel. Ja, jede Menge Minze. Frau Liebnitz hat gesagt, du trinkst gerne Mojito. Und ich will noch eine Bank bauen, zum Ausruhen. Und nicht eine Strandbar. Ja, und Jasmin, die hat ganz viele Rosen angepflanzt. Also mach dir keine Sorgen um uns, ja? Richtig stampfen! Ganz kleine Schritte, quasi auf der Stelle. Stopp! Hey, hey, hey! Das geht so nicht, wir brauchen einen Rhythmus. Wer von euch kann gut singen? Lisa, wo bist denn du? Hier! Du hast doch so eine schöne Stimme, singst du uns ein Lied? Okay.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Okay, ihr macht einfach weiter, ja? Was gibt's? Ich wollte nur, Frau Reinhardt. Hallo. Hallo. Die neue Klassenlehrerin der 8a. Was jetzt schon? Ja, morgen geht der normale Unterricht wieder los und das Kollegium ist fast vollzählig. Mithilfe der Neuen. Ja, aber ich meine, die 8a, das ist doch ein Sonderfall. Ja, wir können jederzeit die Psychologen. Dürfen wir Frau Liebnitz nicht behalten? Doch. Wir sehen uns doch weiter in Bio und Chemie. Das hier ist Frau... Reinhardt. Frau Reinhardt. Sie wird eure neue Klassenlehrerin, so lange bis Katja wieder da ist. Hallo. Das ist euer neuer Schulgarten. Sieht aber toll aus. Na komm, zeig mir, was ihr hier macht. Hm? Hallo. Ich wollte nicht, dass alles wieder von vorne anfängt. Was alles? Na, alles. Und deshalb reist du nachts raus, was du tagsüber eingepflanzt hast, damit wir hier nicht fertig werden, oder was? Total idiotisch, weiß ich. Justin wollte gar nicht auf Katja schießen. Er hat auf Nico gezielt.
Sie hat sich vorhin geworfen. Katja wollte Nico retten? Der ist in allem schuld. Immer diese fiesen Sprüche. Der hat Justin so lange angemacht, bis der ausgerastet ist. Und ich bin als Nächster dran. Jetzt hör doch auf, du musst kein Opfer sein, wenn du das nicht willst. Nico wird sich vielleicht nicht mehr ändern, aber du kannst das. Jetzt bringen wir erstmal den Garten hier wieder in Ordnung. Frau Liebnitz? Hätten Sie sich auch vor mich geworfen? Mir ständig hinterher schleichen? Wieso sind Sie so gereizt? Bin ich der Psychologe oder Sie? Falls wir uns nicht mehr sehen, ich wünsche Ihnen alles Gute. Sie gehen? Hier geht ja jetzt alles wieder seinen geregelten Gang. Ich habe übrigens mit Nikos Eltern gesprochen. War gut. Schön. Danke. Ja, auch. Danke. Jasmin? Sag mal, hast du schon mal was von diesem Mutter-Kind-Zentrum gehört? Habe ich mal angerufen. Sehr gut. Wenn du in meinen Fächern Nachhilfe brauchst, dann kann ich dir helfen. Echt? Aber ich bleib dabei, es wird nicht leicht. Ich behalte es trotzdem. Guten Morgen. Wie ihr alle wisst, ist Frau Reinhardt jetzt eure neue Klassenlehrerin. Die ist auch schlimm. Aber ich habe trotzdem darum gebeten, euch heute in der ersten Stunde unterrichten zu können. Und wir machen... Photosynthese? Spielen wir ein Spiel. Jeder von euch nimmt jetzt mal einen Zettel raus, schreibt seinen Namen drauf und faltet ihn zusammen. Ja, spielen Sie mit? Klar. Jasmin, hast du für mich einen Zettel am Stück? Danke. Ey. Und die zusammengefalteten Blätter kommen hier rein. Okay, der letzte. So, und jetzt
nimmt sich wieder jeder einen Zettel. Lass mal rumgehen. Und schreibt über die Person, die auf dem Zettel steht, einen Satz auf. Etwas Nettes. Etwas Positives. Aber keine Heuchelei. Etwas, was euch an der Person wirklich gut gefällt. Das wird bei dem einen einfacher sein als bei dem anderen, aber das macht nichts. Nehmt euch Zeit. Denkt nach. Wenn ihr fertig seid, dann kommen die Zettel wieder in den Hut. So, und jetzt nimmt sich wieder jeder einen Zettel aus dem Hut, faltet ihn auf, liest ihn vor und gibt den Hut dann weiter. Jasmin, fängst du an? Mhm. Justus, du kannst sehr gut erklären. Angie, meine Verträumte, hab dich lieb. Marc, du bist der Lustigste der Welt. Yannick, mit dir kann man auch Pferde stehen. Andrea Liebnitz. Sie sind eine tolle Lehrerin. Danke. David, du bist ein Knuddelbär. Hallo. Ich muss dir was erzählen. Na? Ich hatte heute eine Stunde. Irgendwas ist passiert. Ich weiß auch nicht. Als ob man an der Wasseroberfläche auftaucht. Da war doch immer eine Wand zwischen den Kindern und mir und auf einmal gibt's die nicht mehr. Die ist weg. Siehst du? Was wird denn das? Du hast mal gesagt, als Lehrerin muss man immer sicher sein. Ja. Aber das stimmt nicht. Du musst nicht immer sicher sein. Passiert vor einer Dreiviertelstunde. Wir wollten Sie noch benachrichtigen. Glauben Sie mir, für Sie ist es besser so. Ich konnte Ihnen das nur nicht so richtig sagen. Schauen Sie mal, ist das von Ihnen?
hast doch mit mir gesprochen. Wollen Sie ein Beruhigungsmittel? Was zum Schlafen vielleicht? Zum Schlafen. Ja. Aber ich mache keine Handarbeit. Ich auch nicht. So was macht ihr doch hier mit Leuten wie mir. Ich wollte mich nicht umbringen. Aber Ihnen als Biolehrerin ist die Wirkung von Schlaftabletten schon bekannt. Erzählen Sie mir was von sich. Irgendwas, was Ihnen gerade einfällt. Da fällt mir nichts ein. Dann erzählen Sie mir was von Katja. Katja ist tot. Ich sehe sie nicht mehr. Ja, bitte? Post. Danke.
lieber rausgehen, oder? Ich krieg schon lange keine Liebesbriefe mehr. Pizza aus dem Schulkranz. Wohin des Wegs, schöne Frau? Immer der Nase nach. Ich wollte einfach mal für mich sein. Das sah aber anders aus. Gehen Sie wieder, Sie frieren. Ich hab ganz gerne mal eine Abkühlung. Das hat Katja auch immer gesagt. Was, das mit der Abkühlung? Wohin des Wegs, schöne Frau. Ich habe Angst, sie zu vergessen. Kann man einen Menschen vergessen? Nein. Sie ist doch da drin. Sie kriegt ein Kind oder sie geht in Rente. Andrea, da bist du ja, wie schön. Morgen. Wie geht's denn dir? Gut. Andrea, du hast gefehlt. Plätzchen. Hallo. Stimmt doch, Vormon, oder? Du hast doch öfter gesagt, Andrea... Ja, ich habe öfter gesagt, aber Vanillekipferl oder Zimtsterne? Danke. Ja, also willkommen zurück, meine ich. Hier hat sich nichts verändert, siehst du ja. Herr Kaiser ist im Vorruhestand. Oh, jetzt muss ich auch machen. Und wir haben wieder ein Raucherkabinett, falls es dich interessiert. Und Anja, komm mal, die hat jetzt die 8A. Klasse. Dann wollen wir mal, ja? Andrea. Kanzleivertretung, 7C, Herr Krüger ist krank. Na, schon in Form? Morgen. Nö, so lange Ferien noch. Du sagst es. Ich habe Kekse gebacken, Begrüßungskekse. Dankeschön. Was ist da auch mal drin? Guarana, Haschisch, andere Drogen? Guarana? Katja. Also, die neuen Stundenpläne sind druckfrisch. Wir haben buchstäblich bis in die Nacht gearbeitet. Man hätte ja auch mal ein bisschen früher. Heute ist ein bisschen Chaos, aber das wird in den nächsten Tagen. Und alle zusätzlichen habe ich mal dort auf dem Kopierer für euch einen kleinen Plan. Ja? Also dann viel Erfolg. Kaiser? Selbstgebackene Begrüßungskekse. Ja, bitte. Die Eltern von Simon, die haben sich bei mir gemeldet. Die haben gesagt, dass es nicht statthaft ist, dass ich das Handy für 6 Monate einbehalte. Wer will noch selbstgebackene Begrüßungskekse? Kekse. Katja! Ich werde auf keinen Fall nachgeben. Handy ist jetzt verboten. Hast du das mit Andrea Liebnitz schon gehört? Ja. Was? Danke. Andrea? Machst du das dieses Jahr mit den Lehrmittelfonds? Nee, auf keinen Fall. Na, ich auch nicht, aber wieder mal alles in meinem Fach. Du machst das einfach so gut. Ja, aber was? Ich finde, dieses Jahr könntest du mal eine Fachlehrerin machen. Selbstgebacken. Was meinst du?
Das soll sie mir nicht erzählt haben. Sie hat gekündigt. Tut mir leid, ich muss mich jetzt noch vorbereiten. Bei den Rechtsschutzversicherungen ist natürlich mehr. Kann ich fragen, was Sie denn da. Ist nicht ernst gemeint, oder? Hat sie es dir gesagt, ja. Warum redest du nicht mit mir darüber? Ich will nicht mehr darüber reden. Und da willst du dich einfach so verdrücken. Ich will mich nicht verdrücken. Ich bin seit 15 Jahren Lehrerin. Da kann ja wohl vom Verdrücken nicht die Rede sein. Ja, aber da muss man doch nicht gleich kündigen. Da kann man doch... Ich möchte nicht auf meinen Burnout warten. Dieser Job, der saugt mir den letzten Blutstropfen aus. Ich bin müde, wenn ich nur dran denke. Wenn ich die Schüler sehe, dann kommt mir die Galle hoch. Mann, ich muss aufpassen, dass mir nicht irgendwann meine Hand ausrutscht. Entschuldigung. Ich muss mal... Bekannte hat mir einen Job vermittelt. Pressesprecherin einer Baufirma. Kein Traumjob, aber für den Anfang nicht schlecht. Eigentlich finde ich toll, dass du so bist. Morgen. So konsequent. Ja, ja. Ich weiß, alle machen Dienstag Vorschrift oder gehen aufs Schulamt. Meine Kündigung geht heute in die Post. Reden wir nochmal drüber, ja? Ich muss jetzt in die 109. Deine liebe 8a. Keine Ahnung, was ich mit denen anstelle. Nur nochmal drüber reden. Vorsicht. Ich weiß auch nicht, was Conny sich dabei wieder gedacht hat. Ich meine, 8. Klasse. Das schüttel ich doch nicht so einfach aus. Eine große Pause? Ja. Ich muss jetzt los. Wollen wir tauschen? Ich habe jetzt die 7C, die hast du in der 5. Wie jetzt? Also, dann gehe ich nicht in die 8A, sondern in die 7C? Ja, genau. Und danach, Bäumchen, wechsel dich. Du die 8A, ich die 7C. Dann hast du noch ein bisschen Zeit, dir was zu überlegen. Komm schon, dann muss ich den nicht bis zur 5. mit mir rumschleppen. So können wir dann mal. Können wir dann. Wieso haben wir jetzt bei Ihnen? Guten Appetit. Wir haben doch bei Katja. Wir haben die Stunden getauscht. Ihr habt in der 5. Stunde bei Frau Schäfer. Ich bin jetzt aber nicht auf Bio vorbereitet. Ach, du wolltest dich vorbereiten auf Bio? Nee, wieso? Wir hätten doch in der 5. Bio. Also ich mache jetzt Deutsch. Bio passt jetzt nicht. Ich bin anders programmiert. Verstehen Sie? Verstehe. Du machst Deutsch. Ja. Gut, dann nehmen alle einen Zettel raus und schreiben in Deutsch ihren Namen drauf. Jetzt aber kein Test. Test? Gute Idee. Das ist unfair. Das dürfen Sie nicht. Arschloch. Das kannst du getrost mir überlassen, was ich darf. Am ersten Tag in der ersten Stunde. Das ist verboten. Da gehe ich mich beschweren. Simon, entspann dich. Es geht nur um die Ernährungsweise der Sakrophyten. Das machst du mit links. Was? Ein Blick in dein Sandwich und schon weißt du, wie Pilze sich ernähren. So, und jetzt mal Ruhe, bitte. Ich stelle jede Frage nur einmal. Moment. Von unten? Ja, aus Katjas Klasse. Was ist denn da los? Ist doch nicht normal. Ja, aber er ist doch immer so ein Remi-Demi. Ich guck nach. Dami!
Fontane Realschule, wir haben einen Amokschützen. Keine Angst, wir sind hier in Sicherheit. Kommt ihr uns jetzt erschießen? Da ist die Polizei. Hört ihr? Hört ihr? Jemand da drin? Hallo? Hier ist die Polizei. Okay, kommt, komm. Mein Name ist Liebnitz, Biologie, Chemie. Das sind die Klassen 7C, 8A, vollständig. Sorgen Sie dafür, dass die Kinder nach Hause kommen? Bitte verlassen Sie erstmal das Gebäude.